Ja, hallo Freunde, da bin ich wieder. Diesmal mit einem ganz kurzen Video aus der Linux-Ecke hier, beziehungsweise ein kleiner Tipp vielleicht. Und zwar will ich euch zeigen, wie man sich ein Terminal, beziehungsweise mehrere Terminals, ja, innerhalb eines einzigen Fensters öffnen kann, benutzen kann. Zauberwort hier heißt Terminator, ja, das so heißt das Programm hier. Ich habe das jetzt schon installiert, ja, das ist das hier. Genau. Das gilt hier das Video nur für hier Debian-basierte Distributionen, ja, das ist jetzt hier beispielsweise Kali Linux, ja, gilt auch für Ubuntu und Debian natürlich und was es da noch alles gibt, ja, was auf Debian basiert, wie gesagt. Genau, ich schließe das jetzt einfach mal und es geht wirklich, die Installation gilt natürlich recht einfach, da wir das über die, ja, den offiziellen Paketquellen installieren können, ja. Und zwar können wir mit einem einfach mit apt-get, ja, mit dem apt-get install Terminator. Heißt das genau einfach ja hier ein apt-get install draufspeisen hier auf der Konsole und schon wird das Programm installiert. Vorher stellen wir natürlich sicher, dass das alles up to date ist, hier unsere Paketquellen und so weiter. Bei mir kommt jetzt die Meldung hier, weil das schon installiert ist, ja. Nachdem wir das installiert haben, starten wir hier. Und schon können wir, hier haben wir übrigens die mit der rechten Maustaste drauf und haben wir die Möglichkeit, uns beispielsweise ein Profil hier zu erstellen, ja. Ja, Farben ändern, Hintergrund und so weiter, wie es uns gefällt. Das können wir hier über die Tastatur, ja, wenn wir hier eine neue, also einen neuen Terminal öffnen. Zack, zack, genau. Den Balken können wir hier, den Scrollbalken noch, glaube ich, genau, wegmachen und wieder einschalten. Die Farben hier, wie gesagt, genau. Und schon können wir, ja, finde ich jedenfalls viel schöner und ja, gemütlicher hier mit mehreren Terminals arbeiten. Wir können das mit Q schließen, ja. Ja, genau, das war es auch schon alles. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Fragen oder Anregungen, wie immer, einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.